Moin moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Dabs. Heute wieder unterwegs als Survivor. Und wir haben diesmal ein bisschen daneben gepeilt, was wir uns für eine Waffe holen wollten. Halt ein bisschen zu lange gerade gebraucht, schon selber aus. Und ja, wie wir sehen, in der Halloween-Version, also dass es ein bisschen Halloween-mäßig ist, wie man ja sieht. Und ja, das ist halt dementsprechend cool. Ups. Falsche Taste aus Versehen gedrückt. Hier direkt ein Kampf. Nur um die Süßigkeiten. So, direkt mal Steve gehen. Wow. Und gleich mal hier ein Hai abgemurkst. LOL. Jesus. Alles klar, okay. Die Dinger kann man zerstören. Nee, das kann man nicht zerstören. Sonst hätte ich das jetzt auch kaputt gemacht. Wir sammeln auch nebenbei ein bisschen Dings. Das ist jetzt ein bisschen. Sehr schön. Haben wir noch. Den Einheiter gerade gekillt. So, hier schnell einsammeln und zack, schnell abgeben. Damit wir das erst recht nicht verlieren. Das wäre sonst ein bisschen doof. Sehr schön. Noch ein Hai gekillt. Wow. Ah, schade. Da wurden wir jetzt gekillt. Können wir nichts für. Wir haben das Beste versucht. Haben jetzt schon mal alleine 2300 Münzen. Das ist schon mal richtig cool. Dafür holen wir uns mal die Waffe, ne? Holen uns ein größeres Magazin. Zielfortschritt ist auch gestiegen. Und nun geht's weiter. So, hier schnell Süßigkeiten noch mit zu sammeln. So, von wo kommen jetzt Haie? Bleibt mal hier ganz kurz in der Ecke stehen. Das, wenn nämlich ein Hai kommt, dass ich ihn clever abmurksen kann. Da war einer. Bloß nicht genau sehen. Sehr schön. Haben wir ihn auch abgemoxt. So, die. Die Waffen lade ich automatisch immer nach. Zum Vorteil für mich. Ich dachte, da wäre was. Habe ich mich aber verkauft. Läuft. Boah, warum gehen die so weit weg? Eigentlich völlig unnötig. Ich habe so das schlechte Gefühl, dass die so auf 7:30 spielen, die Spieler. Weil sie sich die ganze Zeit immer von Steve wegbewegen. Und ich habe so das typische Gefühl, dass ich so die einzige Person bin, die so nebenbei ein bisschen was sammelt. Versuchen wir hier draußen mal die Süßigkeiten. Boah, verdammt. Ah, versuchen wir mal draußen die Süßigkeiten einfach einzusammeln. Klatsch, tot. Ah, super, auch nicht schlecht. So, Betäubungsschuss holen wir uns. Hier holen wir uns Streumunition und eine Doppelwaffe und wieder einsteigen. Was der Spieler da macht, verstehe ich auch nicht.
So, das Herzklopfen wird stärker oder wird das schwächer? Ich weiß nicht. Ich will nicht unbedingt. Ah, und wieder. Als ob der immer darauf wartet, theoretisch, dass ich zum Beispiel rausgehe. Warte, wir wechseln das mal, dann ist das deutlich leichter. Oh. Und wir holen uns mal. Ich habe den Hai auf jeden Fall getroffen. Sehr schön. Oh nein, und wieder kommt der Marco-Hai von hinten. Oder ist das ein Marco-Hai? Ja, ist ein Marco-Hai. So, Steve. So. Zack, wo ist der nächste Safe? Wie sich wirklich alle so darum streiten. Okay. Zack. Da kam irgendwie ein bisschen Schaden aus an der Wand. Ich versteck mich mal hier so ein bisschen. Oh. Wo ist der Hai? Läuft. Wo ist er hin? Also irgendwer hat ja hier meine Bombe ausgelöst. Aber ich sehe halt auch nicht direkt wer. Wir warten und müssen jetzt einfach bloß. Oh shit. Zack, raus. So, jetzt sind gerade die Haie etwas weiter weg. Dann können wir auch ein bisschen die Süßigkeiten hier einsammeln, die hier draußen rumliegen. Oh. Zack, wieder tot. Wo ist der andere? Egal, wir gehen schon mal weiter. Ich warte ja theoretisch bloß darauf, bis der nächste Hai angezischt kommt. Zack, wieder ein Hai gekickt. Nein, verdammt. Ah, ja, ein weißer Hai. Gar nicht schlecht von ihm. Muss man wirklich sagen. Also, aber was nehmen wir jetzt mit? Aber wir nehmen einfach ein Ausrüstungskit mit. Ach, sehr egal. Brauchen wir ja eigentlich nicht auf den letzten paar Drückern jetzt. Ganzes Magazin rausgeschossen. Wo? Hat er wirklich versucht, hier noch ins Haus reinzukommen? So auf die Schnelle. Hä? Läuft. Nachladen, damit, falls wieder einer kommt. Also die Haie halten uns hier wirklich sehr gut auf Trab, muss man wirklich sagen. Ah, verdammt. Nicht schlecht, auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Ortungsgerät, wir kaufen uns mal das Gift. Da gehen sie intensiv auf mich.
weil sie wissen, dass ich schon ein bisschen mehr Ahnung habe von dem Spiel. So, wir wollen direkt wieder einsteigen. Zack, wieder einer raus. Steve ist angedockt. Und da wieder der weiße Hai, der geht. Der Spieler ist wirklich intensiv immer auf mich gegangen. Und Sieg der Taucher, sehr schön. Mal sehen, was wir alles bekommen. Auf jeden Fall die zwei Kill. Der eine Hai hat was bekommen und ein Taucher von uns hat was bekommen. Aber Rundenereignis sieht man halt, dass die Haie deutlich besser waren als wir. Ich habe, ehrlich gesagt, ja, den meisten Kram aus dem Team gemacht. Ich habe wirklich 10 Kills und 9 Beinehilfen gemacht. Also gar nicht so schlecht. Hab 1900 Bonuseinnahmen mit zugebracht und die meisten Punkte auch von den Haien bekommen. Und ja, ich fand die Runde jetzt auch nicht so schlecht. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Bewertung und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dabs. Also, haut rein, bis dann. Ciao.